Unbekannter Trank. Blaubeeren. Alkohol haben wir hier mit dabei. Aha, okay. Wo kriegen wir jetzt eine Fackel her? Hier haben wir eine Fackel. Die hängt ziemlich hoch. Oha. Zieh das Schwert, Geralt. Ich würde mal sagen, auf schnell. Ich sag auf schnell. Schnellkampfwaffe. Komm du her. Komm ins Licht. Oha, das ist stark. Hält zumindest viel aus. Nein, da kommt Verstärkung. Verstärkung. Das ist eine Art Verstärkung. Komm. Nicht alle gleichzeitig. Einer nach dem nächsten. Cool Kampf. Im Dunkeln lassen die sich ziemlich schwer besiegen. Ich habe den Trank nicht mit dabei. Den Fackel habe ich gerade auch nicht. Na, verletzen tun die mich bisher noch nicht so wirklich. Ja, geschmeidig. Verletzt werde ich von denen nicht wirklich. Der Geralt, der stöhnt ab und zu mal ein bisschen auf, aber so wirklich effektiv angreifen tun die nicht. Ganz entspannt. Lass uns zum Nichtkämpfen. Es dauert aber auch ein Weilchen, bis wir die besiegt haben. Dauert hier. Ja, hau du noch von hinten. Schaden nehme ich durch dich nicht. Dann kommen wir systematisch abschlachten. Systematisch abschlachten. Doch noch keine ernstnehmenden Gegner für uns. Im nüchternen Zustand sind die doch besiegbar. Mädchenleichnam. Bisschen was mitnehmen, den Rock ausziehen. Oder was? Haben die Leiche, können wir plündern. Ach, der hat Katzentrank mit oder was? Den Katzentrank mit. Haben wir noch gerade was eingesammelt. Pflaumentinktur. Ne, sieht nicht so aus. Müssen wir halt durchs Dunkel. Hier haben wir noch eine Machtquelle. Was möchtet ihr tun? Macht nutzen. Nutze die Macht. Ritual der Magie durchführen. Na komm. Sehr schön. Mächtige geworden. Oha. Kämpfen wir jetzt im Dunkeln. Mal kurz. Der Schädel leuchtet rot.
Weiß nicht, können wir vielleicht mal im Kampf damit punkten? Wir können vielleicht mal hier. Den Stoßangriff konnten wir nicht. Okay. Es ist ein bisschen dunkel hier. Kann mal jemand das Licht anmachen? Kann mal jemand Leitrixen gehen? Leitfix bitte. Den Energiebalken sehe ich ja, wenn wir ihn besiegt haben. Ist ja keine Ursache hier. Dann krieg ich auch blind im Dunkeln besiegt. Gut, besiegt. Looten können wir jetzt nicht mehr. Okay, da ist der Eingang. Da müssen wir hin. Kreis des inneren Feuers. Okay. Und 3 auf einmal. 4 auf einmal oder was? Ja, doch nicht alle auf einmal. Ich komme mal ins Licht hier, damit ich es sehen kann. Jetzt stützen die sich wieder gemeinsam auf mich. Oha. Ich bin hier ein bisschen geschwächt. Das sieht schlecht aus für mich. Oh nein. Wir werden jetzt hier besiegt. Geralt besiegt. Ja gut. Laden die natürlich. Autosave. Mal schauen, wo wir hier wieder anfangen. Was? Ach du Scheiße. Wo kommen wir denn hier raus? Ist der letzte Safe Point oder was? Bei Abigails Haus. Ach so, ja gut. Dann mal zu jemand anders zur Gruft oder was? Ist der letzte Safe. Wir haben jetzt auch die Energie und so weiter noch nicht. Ach du Scheiße. Ja, die Ghouls müssen wir auf jeden Fall für eine Quest nochmal besiegen. Ich will jetzt mal warten, bis nachts wird. Und dann mal ein paar Ertrunkene vielleicht noch kaputt machen. Das ist die Abigails Haus, oder? Lasst euch nicht töten! Wie, wo sind wir denn? Hier sind wir jetzt. Ach du Scheiße. Ja. Interessant. Sollten wir mal vielleicht vor der Gruft mal abspeichern. Bei Maria im Dorf sind wir. Gut, dann wandern wir noch mal ein bisschen zur Gruft. Vor der Gruft werde ich dann wahrscheinlich auch wieder abspeichern müssen und den Stream beenden müssen. Dann sind wir nämlich gleich wieder. Bis wir dort sind, ist es wieder 20 Uhr. Ich muss den Garten nicht wissen. Haben wir genug gespielt erstmal für heute. Vielleicht wird es dazwischendurch noch Nacht. Wolkenbruch, du sagst es. Vielleicht kommen wir zwischendurch noch an Abigails Haus vorbei. Können wir dort mal übernachten. Naja, nicht übernachten, meditieren bis zum Abend, bis zur Nacht. Dann töten wir noch ein paar Trunken, ne? Und wenn wir das noch erreicht haben in diesem Part, in diesem Stream, in dieser Aufnahme.
Gut. Einfach geradeaus, denke ich. Ja, hier rüber, das ist wirklich bei Abigail's Haus. Ich meine, die Gruft markiert. Da sehen wir es auch rum auf der Karte, wo wir lang müssen. Welche Wege wir mitgehen müssen. Ist die Gruft markiert. Müsste Abigail's Haus sein, wenn mich alles täuscht. Und dann einfach nur eine Tür. Oha. Nee, das ist Abigail's Haus nicht. Da gibt es einen Stein drin. Zwei Steine. Das Nachbarhaus von Abigail. Hier ist Abigail's Haus. Was wollt ihr? Ja, einmal meditieren, bitte. Bis Mitternacht meditieren, sehr gut. Machen wir. An Flüssen und an Seen und überall im Wasser. Finden wir Atomk, ne? Bei Nacht. Okay. Der Geralt, der schläft nicht. Verdammt, die Monster hier schon wieder. Wieder ein paar Gäste besiegen. Das ging mir doch mittlerweile hin. Lassen sich doch schon leichter besiegen. Okay, hier wollten wir hin zur Gruft. Ansonsten am Gewässer hier am Fluss wahrscheinlich, dort wird man ertrunken. Ne? Jetzt sollten wir da nochmal vorbeischauen. Besoffen war das halt deutlich schwieriger. Kleiner Affe oder Kobold. 50% gesenkter. Gesenkte Angriffskraft ist das halt schwierig. Na komm. Direkt vorm Schrein wieder ein paar Gast. Besiegt. Zombie-Hunde. Gut, wir sind mal zum Fluss. Ich sehe hier einen See. Und ist das ein Gebirge? Das ist wahrscheinlich ein Gebirge. Auf der Karte ist der nächste See. Hier. Die Mühle haben wir jetzt auch noch nicht entdeckt, weil wenn der Safe bei uns nicht funktioniert hat. Noch so ein Viech. So, hier mal. Ich hoffe, dass jetzt hier mal ein paar Atomen erfinden wird. Das wäre nicht übel. Die Hunde hier, die Geisterhunde, die sind hier auch wie Ratten. Das ist hier wirklich eine Last. Das sind ein paar Ertrunkene hier. Am Ufer. So wurde uns doch gesagt, dass die hier auftauchen. Ah, da ist einer. Erstmal den Hund. Schnelle Kampftechnik. Hieß es. Ist effektiv. Oh, jetzt kommt auch noch so ein Hund dazu. Hau mir ab, Hund. Ich habe jetzt keine Zeit zu spielen. Aus. Böses Hundchen.
Wir müssen den geistlichen Beweis für die Ertrunkenen bringen. Sehr gut. Dein Leichen müssen wir gleich mal klettern. Leichen untersuchen. Wir können schon zuhauen. Aber Schaden. Schaden kriege ich da nicht wirklich. So, und der dritte. Ertrunkener. Na, Leiche untersuchen. Hier das Hören vom Zombie. Hier haben wir doch jetzt einen Beweis, dass wir die getötet haben. Sehr schön. Quest aktualisiert, der ertrunkenen Vertrag. Sehr schön, damit müssen wir zum Geistlichen. Laufen wir eben nochmal rüber. Machen wir, glaube ich, im nächsten Part dann die Höhle. Der Ghoul-Vertrag, den gibt es ja auch noch. So, da müssen wir gegen die Ghoul müssen wir auch noch bekämpfen. Machen wir dann erstmal als nächstes. Jetzt ist hier erstmal. Jetzt müssen wir erstmal den Geistlichen überzeugen. Sind ja gleich da. Das können wir heute noch machen. Können wir nochmal mit dem Geistlichen reden. Ich weiß nicht, können wir jetzt noch die Leuchtfeuer entfachen? Ja, diese magischen Feuer. Nachts sollen wir es ja tun. Vielleicht haben die Kirchen jetzt offen. Nachts. Hund. Der Geistliche nicht hier. Tür ist zu. Vergesst's. Muss erstmal übernachten. Erst am nächsten Morgen geht's ja weiter. Der Geistliche schläft gerade in der Kirche oder so. Haus des Geistlichen. Guten Abend. Ich störe dann mal gerade. Was? Schnell. Was zum Henker? Was ist mit seinem Part los? Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Schöner Bart. Schönen Bart haben sie. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Ja, die Hirngewebe ist an Runden übergeben. 100 Ohren zu erhalten. Quest abgeschlossen. Stufe aufgestiegen. Meditationswechsel, um Talente zu... Aha, okay. Meditationsmodus. Talente. Ja, wo ging das hier nochmal? Talente. Ich hab nur die Talente. Dann war hier auch das Meditieren irgendwie möglich. Aha. Ich verstehe nicht. Ich habe das doch schon mal gemacht. So, Meditationsmodus. Ja, wie auch immer. Ich bin ja nur bei Triss. Nicht bei Triss, sondern bei Abigail. Richtig. Und das ist die andere. Ja gut, haben wir das erledigt, haben die Quest erledigt. Können wir hier irgendwo schlafen?
Mission? Nicht wirklich. Auch nicht schon wieder so ein Hund. Jetzt setzt sich die Bürgerwehr wieder zu. Jetzt kommt die Bürgerwehr zur Sache. Gut, na dann. Ich würde mal, glaube ich, langsam Schluss machen. Da mich nach oben sollte euch gefallen haben. Lassen aber da nur seid. Wir sehen uns im nächsten Stream. Dann wahrscheinlich an der Gruft wieder. Da müssen wir uns noch ein bisschen durchkämpfen. Ich mache mich jetzt nochmal auf dem Weg zu Elias Haus. Ist noch ein bisschen Weg. Und ich sag jetzt schon mal. Bis dann und ciao. Werde dann den Stream auch gleich beenden. Ja, mal schauen, wie ich das jetzt durch die Toilettenpause schneide. Und wie viele Parts das jetzt aufgeteilt wird. Ach, was ist denn das? Ist für ein Ertrunkener. Wir sind auch in der richtigen Richtung. Sehr gut, dann gehen wir hier mal weiter. Da kommen wieder Hunde. Aus, Hundchen. Böses Hundchen. Ja, war ein cooler Stream. Dankeschön. Die Fastenpoker. Ja, jetzt kommen hier wieder mächtige Soldaten, die hier mir helfen wollen. Ja gut, war schön, dass du zugeschaut hast, Fastenpoker. Fastenpocker. Oder wie das ausgesprochen wird. Werwölfe oder was ist das hier? Oder Ghule. Ich hau mal lieber ab. Gleich bei Triss Haus. Ja, Montag oder Dienstag wahrscheinlich wieder auf Stream, auf Steam nicht auf Steam, auf Twitch. Auf Twitch irgendwas. Mal schauen, worauf ich doch Bock habe. Modi und Prof sind, wo sind die? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Sind nicht da, die können wir, also mit denen können wir nicht wirklich spielen. Ja, mal schauen. Gucken wir noch mal, worauf ich Bock habe. So, jetzt mal ein bisschen schlafen, ausruhen. Was wollt ihr? So, hier, meditieren. Ah ja, okay. Jetzt können wir meditieren bis zum Morgengrauen, bis zum Mittag. Immer bis zum Mittag. Let's go. Gut, na dann. Dann speichere ich auch gerade mal. Spiel speichern geht noch nicht. Jetzt geht's. Spiel speichern. Sehr schön. MGS Hütte. Dann machen wir das nächste Mal weiter und gehen rüber zur Gruft. Schauen wir mal, wie weit wir am nächsten Stream kommen. Jetzt verlasse ich erstmal das Spiel und sag. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich.